Vorher gibt's noch mal richtig politische Informationen. Wer die Deklaration noch unterschreiben will, am Stand der Handverräter, und wer es noch lieber ein bisschen mehr grün mag, am Stand vom Deutschen Handverband. Und jetzt sage ich nur, Bühne frei für den ersten Preisträger des Deutschen Hanfadlers, Frank Tempel. Also ihr wisst schon, dass ein Polizisten hier zujubelt, ne? Ich lese ja mittlerweile sehr viel, ich bin zurück im Polizeidienst, was so über die Drogenpolitik weiter geschrieben wird. Gibt es so eine Frau, die ist von der Bundesregierung eingesetzt worden, um praktisch die Volksmeinung dort zu verkörpern. Frau Marlene Mortler. Ja, man muss ja wissen, was los ist und warum etwas so entschieden wird und nicht entschieden wird. Vor einem Jahr habe ich Frau Mortler noch sagen hören, sie kennt keinen Polizeibeamten in Deutschland, der für die Legalisierung von Cannabis ist. Jetzt muss ich nochmal sagen, also Frau Mortler war mehrfach mit mir auf Reisen. Frau Mortler hat mit mir mehrfach in gemeinsamen Sitzungen gesessen. Sie weiß, dass ich Polizeibeamter bin. Sie weiß, dass ich für die Legalisierung von Cannabis bin. Sie muss mich also kennen. Und als Kriminalist, sage ich mal, dann sagt sie entweder nicht die Wahrheit oder sie ist senil. Ich möchte nicht entscheiden, was davon richtig ist. Aber nur eine Lösung davon, beides sagt er, okay, also ich bin kein Mediziner, ich will niemand sagen, dass er senil ist. Aber wenn er sagt, er kennt mich nicht und will nicht als Lügner bezeichnet werden, dann muss es mit dem Gedächtnis zusammenhängen. Und insofern, ich würde so gerne mal mit ihr in einer offenen Diskussion wirklich darüber diskutieren. Eine Frage, die mir sehr viele Leute stellen, wenn man in Veranstaltungen immer wieder hört, warum alles mit der Legalisierung vernünftig ist, dann kommt sehr häufig am Ende die Frage, und warum ist das nicht längst der Fall? Warum ist Cannabis nicht längst wieder legal? Denn es war ja ursprünglich mal legal. Ja, und das Warum, das sagt Frau Mortler uns immer wieder. Ich habe letztens ein Interview gelesen, es interessiert mich ja auch. Ja, und Frau Mortler zum Beispiel sagt, die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist gegen die pauschale Legalisierung von Cannabis. Ihr sagt alle, das ist Quatsch, Manipulation. Es gibt ja Umfragen und es gibt relativ gute Umfragen dazu. Es gibt immer noch Umfragen, wenn man das Wort Freigabe verwendet, dass die tatsächlich ganz knapp noch gegen eine Legalisierung von Cannabis sind. Ganz knapp. Es gibt aber mittlerweile auch Umfragen, die sehr, sehr deutlich sagen, dass man gegen eine Strafanzeige für Cannabiskonsumenten ist, wenn man die Frage nicht so stellt, ob es Sinn macht, dass die Polizei Tausende von Arbeitsstunden dazu verwendet, um gegen Cannabiskonsumenten Strafanzeigen zu schreiben, dann sagt die überwiegende Mehrheit der Deutschen, das ist Schwachsinn, das ist Blödsinn, und auch auf solche Umfragen darf Frau Mortler gerne einmal hören. Ich habe, wie gesagt, ich weiß, viele sagen ja immer, naja, aber da muss man ja irgendwie ein bisschen Druck machen. Druck machen heißt, ein Polizeibeamter wegen einem Joint, der schreibt eine Strafanzeige, dazu gehört die Beschuldigtenvernehmung der Person, da gehört eine Beschuldigtenvernehmung zur Sache, dazu gehört eine Beschlagnahme, möglicherweise eine Durchsuchung von Wohn- und Geschäftsräumen, dazu gehört eine Abgabe an die Staatsanwaltschaft, die beschäftigt sich dann nochmal damit und in Bayern nicht selten auch nochmal eine Gerichtsverhandlung wegen zwei, drei Joints. Und dann wird das Ganze eingestellt, das ist ein Schwachsinn, das ist ein Rausschmeißen von Geld. Und ich bin eher dafür, dass man sagt, ich halte übrigens Cannabis nicht für harmlos. Also gerade wenn Jugendliche Cannabis konsumieren, halte ich es nicht für harmlos. Aber dann diese Ressourcen einzusetzen, dass es in den Schulen und an den Beratungseinrichtungen genug Leute gibt, die sagen, Leute, wenn ihr das unbedingt nehmen wollt, dann müsst ihr da und drauf aufpassen. Und in deinem Alter würde ich vielleicht erstmal drauf verzichten. Warte, bis du groß bist und dann kannst du ausprobieren, was du willst. Aber sei auch dann vorsichtig. Dafür brauchen wir Leute. Das muss gemacht werden. Aber eine Strafanzeige. Wie viel Arbeitsstunden ich investiert habe auf Kosten des Steuerzahlers, um nur für den Papierkorb zu arbeiten, das muss man ganz ernsthaft dann mal beantworten. Und dann gibt es ja noch viele, viele andere Argumente, die man dann einfach auch mal angucken muss. Ja, also Frau Mortler sagt zum Beispiel, dass wenn jetzt diese Legalisierung kommt, dann wäre das ein falsches Signal an die Bevölkerung, das sagt sie aktuell immer sehr häufig, und dass dann vermeintlich Drogenkonsum harmlos wäre und viele Menschen es nehmen würden. Woher nimmt sie diese Auffassung? Also viele Länder machen es uns vor, fast im Quartalstakt kommen
kommen neue Länder dazu und legalisieren Cannabis, gehen von der Strafverfolgung weg und es passiert eben genau das nicht. Und deswegen muss man sehr schnell Möglichkeiten finden, auch in Deutschland den Nachweis zu führen, dass man eben anders damit umgehen kann. Und es gibt so viele gute Vorschläge, lasst uns das einfach mal durchgehen. Ja? Ich weiß, dass viele immer gleich diese ganze komplette Lösung haben wollen. Momentan wird sehr, sehr viel über Modellprojekte geredet. Ja? Und insofern muss man natürlich gucken, diese Modellprojekte, warum ist man dagegen, dass es in legalen Projekten in Bremen, in Berlin, in Thüringen, in Brandenburg legale Modelle gibt oder jetzt auch in Mecklenburg-Vorpommern ist das jetzt beantragt worden oder soll beantragt worden. Warum ist man so sehr dagegen? Weil all das, was die Union mit ihrer Regierungspolitik macht, mit ihrer Verbotslogik macht, tatsächlich dann ad absurdum geklärt würde. Alles das, was man uns erzählt, was passieren würde, wenn der Cannabis legal ist, würde eben dann genau nicht eintreten. Und deswegen hat man so schreckliche Angst vor diesen Modellprojekten, weil dann könnte man genau gucken, wie entwickelt sich dieser Wirkstoffgehalt, kann man denn dann erkennen, was ist. Hat man tatsächlich die Hand drauf, was man konsumiert, wie ist der Konsum von Jugendlichen, von Kindern, treten die Befürchtungen ein, treten sie nicht ein, kiffen dann alle Menschen plötzlich und gehen nicht mehr auf Arbeit. Ich erinnere daran, Frau Merkel sagt ja, also wer einmal mit einem Joint anfängt, der hat auch nur noch den nächsten Joint im Kopf und der muss dann auch immer stärker werden. Ja, also wenn man das mal auf den Alkohol umrechnet, dann heißt es, Leute, wer einmal ein Bier trinkt, dann ist es irgendwann Stroh 80 und man geht nicht mehr auf Arbeit. Das ist die Logik, mit der deutsche Drogenpolitik gemacht wird. Hätten wir diese Modellprojekte, die wissenschaftlich begleitet würden, wäre in kürzester Zeit klar, dass das Schwachsinn ist, was an Argumentation gegen die Legalisierung vorgebracht wird. Ich bin sehr dafür, wirksame Maßnahmen zu machen, damit es weniger Drogentote gibt. Das wird uns ja immer wieder vorgehalten, dass es Drogentote gibt und dass man deswegen Drogen, man nennt immer nur die Illegalen, verbieten muss. Da gibt es diese sogenannten Legal Highs, Kräutermischungen, über 1500 Produkte, zwei Drittel allein auf Bereich synthetischer Cannabinoide. Welcher Idiot müsste so einen Schwachsinn nehmen, so einen Dreck nehmen, wenn man ganz legal seinen Joint rauchen könnte, wenn man ganz normal seine Cannabis- oder Haschkekse essen könnte. Es wäre einfach nicht notwendig, diesen synthetischen Dreck zu konsumieren, nur weil man Angst um seinen Führerschein oder Angst um seinen Job hat. Und das ist, wer Drogentote bekämpfen will, es sind mittlerweile über 30 im Jahr, nur durch Legal Highs, der soll Cannabis legalisieren und schon einmal 30 Tote im Jahr weniger. Und deswegen sage ich, es müssen alle an einen Tisch, es muss geredet werden. Ich weiß, dass hier ganz viele auf der Politik auftauchen. Guckt genau kritisch zu. Es ist kein Thema, wo man sich Beifall abholen soll. Beifall tut auch mal gut, also ihr dürft weiter klatschen. Aber es ist kein Thema, um sich Beifall abzuholen. Die Leute müssen an den Tisch und dann ist es ziemlich scheißegal, ob jemand grün, ob jemand liberal ist, ob jemand links ist. Das Thema muss endlich gelöst werden. Und deswegen nur ein Punkt. Es war ein Fortschritt vor einem Jahr, vor reichlich einem Jahr, dass die medizinische Verwendung von Cannabis endlich auf den Gesetzweg gebracht wurde. Aber wir sind da noch nicht am Ende. Ich habe regelmäßig Rückenschmerzen, weil ich zu blöd bin, meinen Fitnesssport ordentlich zu betreiben und dauernd irgendwas falsch mache. Ich möchte aber nicht Paracetamol, Ibuprofen und sonst irgendwas in mich reinpfeifen können. Ich möchte zu einem Heilpraktiker gehen können und sagen, was für Zeug muss ich nehmen, wie kann ich es nehmen, ohne zu rauchen, weil ich zu blöd zum Rauchen bin. Also was gibt es da ansonsten noch? Und ich möchte niederschwellig einfach das nehmen können und dazu muss es legalisiert werden, denn dazu brauche ich keine Krankenkasse, sondern ich brauche ganz normal legales Cannabis, um es dann bei kluger Beratung für mich sinnvoll einzusetzen und auch das gehört zur Legalisierungsdebatte dazu. Ich brauche es nicht zum Entspannen, ich gehe an den Sandsack, aber damit ich hinterher nicht so viel Schmerzen habe nach dem Sandsack, brauche ich es dann eben doch und auch das muss normal sein. Und insofern nochmal ganz deutlich, es gibt so viele schlaue Verwendungen von Cannabis, es gibt ein paar dumme Verwendungen von Cannabis, dazu braucht man eine gute Beratung, aber keine Strafanzeigen. Ich möchte als Polizeibeamter weiter sagen können, wenn jemand eine Strafanzeige bekommt, du hast jemand geschädigt. Das möchte ich sagen können. Und wenn jemand wegen drei Joints vor mir sitzt, was soll ich dem denn sagen, warum er eine Strafanzeige kriegt? Ich kann ihm nur sagen, ja, die Bundesregierung hat das so aufgeschrieben. Und das ist Irrsinn. Und deswegen macht alle weiter, legalisiert und macht die Informationen darüber, warum das richtig ist. Und dann werden wir immer mehr und dann wird dieser Kampf auch zu gewinnbar sein. Bis gleich, alle. Ja, Frank, vielen Dank für diesen klaren kriminalistischen Blick